Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von kulturport.de. Es ist eine Premiere in Hamburg, das Haberfront Literaturfestival. 88 Veranstaltungen, über 135 Autoren sind zu Gast entlang des Hafens. Einer, der heute Abend hier in Hamburg liest, ist der beliebte Literat Uwe Timm. Und mit ihm führe ich gleich ein Gespräch. Herzlich willkommen, Uwe Timm. Sie sind zurückgekehrt in Ihre Geburtsstadt. Sie sind eingeladen zum Literaturfestival Haberfront. Sie sind einer der meistgelesensten Autoren in Deutschland und man hat das Gefühl, Sie interessieren sich entweder für alle Themen oder zumindest für sehr, sehr viele. Ist das so? Ich würde sagen, ich interessiere mich vor allen Dingen für Themen, die sehr mit mir zu tun haben und oft auch mit meiner Kindheit zu tun haben, also die sehr weit zurückliegen. Also es ist nicht so, dass ich mir beim Schreiben die Themen aussuche, weil ich denke, da ist irgendwie was aktuell oder könnte interessant sein für den Verkauf. Das ist es wirklich nicht, sondern das sind immer Dinge, die mit mir zu tun haben, die mich umtreiben, die mich beschäftigen und meistens geht das von bestimmten Figuren aus, von Personen aus. Es heißt ja, Sie haben ein sehr starkes Interesse, nicht nur an der eigenen Kultur, sondern auch sehr stark an fremden Kulturen. Woher kommt das? Welche Auslöser gab es da, dass Sie sich auch für etwas interessieren, was vielleicht außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas liegt? Ja, das liegt einfach daran, erstens, dass ich in Hamburg groß geworden bin und gerne in Hamburg groß geworden bin und auch, dass ich sehr früh zugehört habe. Ich bin, glaube ich, vor allem als Kind jemand gewesen, der zugehört hat. Und ich fand das sehr, sehr spannend, was für Geschichten in der Küche meiner Tante, die am Hafen wohnte, am Großneumarkt, in der Brüderstraße, erzählt wurden, wo viele Seeleute saßen, wo viele Schmuggler waren, auch Nutten saßen. Das war also alles anders als bei uns zu Hause in Eimsbüttel-Eppendorf, wo das so diese gediegenen Eichenschränke gab mit Goethe und Schiller im Hintergrund. Da war wirklich das bunte Leben. Und da wurde viel erzählt. Und ich denke, da ist auch mein Interesse geweckt worden. Für Sonderbarkeiten, aber auch für fremde Kulturen. Das ist ja eigentlich ein typisches Zeichen für Hamburg, also von Hamburg in die Welt. Aber Sie sind da nicht sehr viel gereist und haben auch tatsächlich vor Ort, sage ich jetzt mal in Asien oder in Nordamerika, Kulturentdeckungsreisen gemacht? Doch, also beispielsweise bei Moringa, da bin ich richtig in Namibia, das ist schon über 30 Jahre her, gereist und herumgereist und habe auch mit den Leuten damals Kontakt aufgenommen, auch vorher mich gut erkundigt, Recherchen gemacht und auch in Lateinamerika. Ich bin nämlich mit einer Argentinierin verheiratet und war sehr oft in Argentinien, auch in Paraguay, Brasilien, also 16 Mal, also kenne mich da richtig gut aus. Ein richtiger Südamerikaner. Sehr, denke ich, ja, das darf ich sagen. Es gibt auch einen Roman, der heißt Schlangenbaum, der spielt in Argentinien, allerdings ist eine Hauptfigur ein Deutscher. Also ich hätte mir nicht zugetraut, jetzt irgendwie aus der Perspektive eines Argentiniers zu erzählen. Das wäre nicht gut gewesen. Das ist ein trivialer Ansatz. Das ist ein deutscher Ingenieur, der nach Argentinien kommt und dort eine Papierfabrik aufbaut, die im Schlamm versinkt, weil sie auf einem falschen Grund steht. Korruption. Ah ja. Na, das kann in Europa allerdings auch passieren. Allerdings, inzwischen ist da alles möglich, ja. Sie sind jetzt eingeladen zum Literaturfestival. Ich habe es gerade erwähnt. Sie lesen über einen Kapitän und über Ihre Tante. Wie ist das für Sie, auf einem Literaturfestival zu sein? Ist das was anderes als diese Einzellesung, weil man ja in einer Reihe mit anderen steht und dadurch natürlich auch eine Kontextualisierung entsteht? Ja, also ich darf mal verraten, ich war schon auf einer Haberfront-Lesung, allerdings in Toronto. Und das ist, glaube ich, das Vorbild auch für diese, nehme ich mal an. Das ist eine ganz fantastische Lesung gewesen damals. Da war Yevtuchenko und Richard Ford und Paul Auster und die Oates. Und, also eine hochinteressante Veranstaltung, international, und mit denen man dann auch in Kontakt kam. Ich fand das eine ganz tolle Sache. Und ich finde, eine der wichtigsten Sachen ist, dass man so auch
Kollegen dann kennenlernt und die Gelegenheit hat, mit denen zu reden und zu diskutieren. Das ist der Unterschied etwa zu einer Lesung, wenn man irgendwie in Berlin oder Stuttgart oder Köln liest, nicht? Da ist man da und liest. Mit dem Publikum. Hat das Publikum, was ja auch seinen Wert hat. Ja, natürlich. Was sein Publikum ja sonst nicht kennt. Man sitzt 3 Jahre an einem Roman, dann kommt da raus und das ist das erste Mal, dass man dann die einzelnen Personen auch sieht, wenn die das signieren lassen und man erfährt, was sie beruflich machen oder was sie für ein Buch besonders gut finden oder nicht gut. Viele Autoren haben Geschichten im Kopf, haben aber auch Bilder im Kopf. Haben Sie Geschichten oder Bilder oder Geschichten und Bilder? Und beschreiben Sie dann auch die Bilder, wenn Sie welche haben? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, das sind oft so Situationen, also nicht statische Bilder, also Situationen, in denen auch Figuren, also Menschen eine Rolle spielen, aber auch Sprache, auch Gerüche eine Rolle spielen. Und das dauert eine längere Zeit und wenn das über Monate, Jahre sich so eine Figur, die mich beschäftigt, deren Schicksal mich beschäftigt, dann, und ich anfange zu träumen, dann weiß ich, ich muss darüber schreiben. So ist das. Also beispielsweise dieser Ingenieur aus Lateinamerika, den habe ich tatsächlich einmal getroffen, 1 Stunde nur geredet und ich habe nie gedacht, je einen Roman zu schreiben, der in Argentinien spielt, Lateinamerika. Und der hat sich aber dann doch so festgesetzt in dem Kopf, dass ich schließlich über ihn geschrieben habe. Es ist natürlich eine fiktive Figur geworden. Es gibt noch ein Thema, was mich ganz besonders an Ihrer Arbeit interessiert, nämlich das Thema der Erinnerungskultur. Damit haben Sie sich schon sehr früh und sehr ausgiebig beschäftigt. Sie haben auch richtig eine Diskussion losgetreten. Wie würden Sie es einschätzen? Was ist in den letzten Jahrzehnten aus der Erinnerungskultur, die ja früher mal eine Unkultur des Sich-Erinnerns gewesen ist, geworden? Und ich vermisse auch immer ein wenig, dass die Generation, die es eigentlich angegangen wäre, oder ein großer Teil dieser Generation, sich tatsächlich nicht dem Erinnern gestellt hat. Wie würden Sie das von heute aus betrachten? Oder ist das vielleicht zu viel verlangt gewesen von dieser Generation, diese Erinnerungskultur tatsächlich zu durcharbeiten, zu durchleben? Ja, ich denke, da haben Sie recht. Das ist wirklich nicht einfach für diese Menschen gewesen, die ja nicht nur Täter waren, sondern auch oft Opfer. Nicht? Also der gemeine Soldat, nicht? Der war natürlich Täter und Opfer zugleich. Nicht? Und das ist einfach nicht so leicht gewesen, unmittelbar danach so darüber zu reden. Jetzt stellen sich die Fragen ganz anders und zum Erinnern gehört immer auch eine gewisse Distanz. Nicht? Also um auch ein Verstehen einzuführen und nicht irgendwie nur gleich zu urteilen. Also ich komme ja aus der 68er-Bewegung. Wir haben ja damals sehr demonstriert und uns kritisch auseinandergesetzt mit diesen ganzen Nazis, die ja noch in Amt und Würden waren, eben. Also Oberländer und wie die alle hießen. Nicht? Und da war eben auch nicht so eine differenzierte Fragestellung möglich, weil man auch eine ziemliche Wut hatte. Nicht? Die hatten ja noch Macht. Dass man fragte, wie sind eigentlich diese normalen Soldaten beispielsweise, also mein Bruder, also über den ich ein Buch geschrieben habe, der sich freiwillig zur SS gemeldet hat, wie ist es dazu gekommen? Nicht? Also der sich gemeldet hat, dem beide Beine abgeschossen wurden, gestorben ist in Russland, nicht? Und ein Tagebuch ist da, und man liest dieses Tagebuch und man ist schlichtweg erstaunt, wie kommt es, dass so wenig Empathie, so wenig Mitgefühl mit sich selbst auch da ist, auch mit den anderen nicht. Es sind einfach nur Leute, die erschossen werden. Nicht? Das ist ziemlich erschreckend und dem nachzugehen ist, glaube ich, eine ganz andere Form, also weil sie in die Sprache reingeht, weil sie überlegt, wie die Ideologie damals war und wie es zu Hause auch war. Nicht? Also, denn man darf ja nicht vergessen, 45 Mai war ja nicht so die ganze Kultur, die Mentalität weg, sondern die lebte natürlich in den Familien weiter. Nicht? Also auch bei uns diese ganzen Haltung, gehorchen, ordentlich sein, tapfer sein, also mit dem ich aufgewachsen bin. Diese sogenannten Tugenden. Diese sogenannten Sekundärtugenden, nicht insbesondere gehorchen und nie vermittelt, auch mir wurde nie vermittelt, sowas wie ziviler Ungehorsam, den ich ganz wichtig finde. Das mussten wir erst lernen, dafür war eben, 68 aber wichtig. Das haben Sie sich erarbeitet. Ich denke also ich denke ja. Das doch, ist eindeutig. Ja, gut. Das kann ich beurteilen. So. Lieber Herr Timm, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen nicht nur viel Erfolg heute Abend, sondern auch viel Spaß und viel Freude. Dankeschön. Ja, danke. Jetzt, hier und heute Abend in der Katharinenkirche, fängt das
Haberfront Literaturfestival wirklich an, nämlich in dem Sinne eines Literaturfestivals. Wir haben hier heute Abend nicht nur einen großen Feuilletonisten, Ulrich Greiner, der durch den Abend führen wird, sondern wir haben vor allem einen großen Schriftsteller, Uwe Timm, der heute hier lesen und erzählen wird. Damals schon in Rente saß er immer noch mit einem Vergrößerungsglas im Auge am Fenster, fummelte an den Werken herum, die ihm aus der Nachbarschaft gebracht wurden. Armbanduhren gab man ihm besser nicht, dafür waren seine Augen zu schlecht und die Hände zu zittrig. Er war früher Radrennen gefahren, einmal 1905 auch in Belgien, hatte 3 staubgraue, eingeschrumpelte Eichenlaubkränze mit stumpfen Gold- und Silberscherben an der Wand hängen, daneben Fotos. Eisenhardt, der Onkel konnte immer wieder seine dämlichen Penela-Witze über diesen Namen machen, in Kniehosenstrümpfen mit einer ledernen Radkappe auf dem Kopf, an übergroßen Füßen die Tuchschuhe. Manchmal im Sommer holte er sein Rennrad, das im Flur stand, auf die Straße und fuhr etwas wackelig, so elend lang, so altersdünn, so fahrradkrumm eine Runde, während seine Frau im Hausflur stand und wartete, ein nervöses Zucken unter dem rechten Auge, ein tonnenartiges Gesäß, schenkelschwere Arme in kurzen, kneifenden Kittelärmeln, blassblau geblümt. Die hatten bösen Blick, sagte meine Mutter, die es ja wissen musste. Und wir sind auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und bleiben Sie online. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns Ihre Kommentare schicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.